Ja, Freunde, die letzte Aufnahme dieser Saison und es geht direkt rund, Finale. Man kann sich entweder darauf freuen oder sagen, what the fuck. Wir schauen uns die ganze Sache mal an. FA Cup, Manchester United und Manchester City, das Manchester Duell im Wembley Stadion. Als erstes Spiel der Aufnahme, ja. Man kann auch besser reinkommen, sagen wir mal so. Lass mich trotzdem gerne überraschen. Und zur Feier des Tages, Lawless im Tor. Okay, wir, ja, schauen wir mal die Aufstellung. Tipo Floni erwartet das schon. Stellt sich halt auf, Spielkommentar Tipo Floni. Wie das geht, ist ein Rätsel. Es ist übrigens 10.40 Uhr. Also, wenn meine Nachbarn ein langes Wochenende machen wollen, dann habe ich eine ganz schlechte Nachricht für euch, Freunde. Ne? Oder ihr habt einen festen Schlaf. Müssen wir mal gucken. Aufstellung, zumindest beim Man City, wie gewohnt. Keine größeren Sachen. Keine größeren Änderungen eigentlich, nee. Nicht wirklich. Im Sturm, Jovic und Lodi. Darf man gespannt sein. Und Pellegrini, der Trainer, von dem wir sowieso nie was sehen, außer seine dämlichen Einwechslungen die ganze Zeit. Manchmal. Immer wenn's Dinges trifft, ja. Was war's denn? Das ging mir zu schnell. Immer wenn Hibula reinkommt, dann werde ich mir seinen Namen merken. Ich hab den Namen von schon wieder vergessen. Den Trainernamen. Macht ja nichts. Einwurf schön rausgeholt. Die Pongoli, da kann man auch ein bisschen früher rennen, um diesen Ball zu bekommen. So gibt's halt den nächsten Einwurf. Junge, bitte. Es ist einfach souveräner Schwachsinn. Javi Garcia. Schick Richards. Wieder kleiner Seitenwechsel. Flankenwechsel. Richards kauft mal gut, aber Jovic kommt hier nicht an De Gea. De Gea. Ich nehme an, er ist aus Niederlanden, heißt, müsste es De Gea heißen. De Gea. Weil G wird so CH. Her. Weiß ich auch nicht. Reicht? Ja, okay. Ja, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Mit seiner möchtigen Entscheidung da. Der Ball kommt gut, aber die Verteidigung ist da. Jovic kann sich direkt mal versuchen, gegen Feliani durchzusetzen. Das war so nichts. Alle arbeiten zusammen und Lodi, jetzt kann er mal was machen. Gut. Auf außen. Der lässt sich so erstmal nicht aufhalten, nehme ich an. Und Jovic! Ach, das war schön, zweiter Versuch, Jovic, nein. Warum man immer die Abwehr da zurückköpft. Zu oft sollten sie das nicht probieren. Grätsche, super. Hm. Ja, komm, ein bisschen Zweikampf muss man auch mal zulassen dürfen. Also mit die Entscheidung konnte man durchaus verhandeln. Aber klar, hier wird diskutiert, hier liegen die Nerven blank, Finale. Mit Spannung bisher, da geht es erstmal um alles. Da wird kein Auge trocken bleiben heute, nehme ich mal an. Fernandinho. Garcia, die Ballgewinne sind heute relativ gut dabei, also. Da machen sie ihnen nichts vor. Loni, wo geht er hin? Ich weiß es nicht. Voll in den Gegenspieler reingelaufen, nicht seine beste Aktion. Trotzdem, Man City gewinnt hier an Fahrt. Das kann man, also für meine Begriffe kann man das nicht abstreiten. Und, ja, alles sicher. Das kann man nicht abstreiten, dass Man City immer besser ins Spiel kommt, während Man U so ein bisschen auf der Stelle tritt. Das macht für mich einen temporären Favoriten aus. Aber abwarten. Loni, das war erbärmlich zweikampfmäßig. Aber gut. Muss ich auch mal gönnen dürfen. Auch mal gönnen dürfen. Wenn man sich das mal, kleiner Videospielwitz. Das ist also jetzt Menu kriegt vielleicht wahrscheinlich die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit und endlich wird hier mal was geklärt. Javi Garcia. Ja gut, der ist durch. Muss noch den Ball irgendwie reinbringen dann. Loni. Verteidiger macht das gut. Und das war in dieser Situation auch zwingend notwendig. Kagawa, das war nix.
Und Noni. Gut gemacht. Jovetic. Jovetic. Kriegt den Ball noch an. Alles gut. Alles gut. Wir sind noch drin. 35. Minute und Leskett kann ihn sogar mal versagen. Und das macht aber mit Bravour. Oh, das war die erste Chance, wo das Herz so ein bisschen, also mir zumindest das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht ist. Das hat ein bisschen was vom Kopfball von Höwedes im WM-Finale, Minute 45. Nach Ecke, Kopfball an den Pfosten, da haben alle, ne? Das war Wahnsinn damals. Noni weit, Höfler! Schön rein, Jovetic! Schön Flanke rein und dann... Ja, das war keine Flanke, das war ein ganz, ganz präzises Zuspiel. Wie Jovetic einfach da ist. 1-0. Ja, Jovetic, der Mann, war in den letzten Spielen ja dauernd so der Mann für die wichtigen Tore. Und es hat sich heute zum Glück, muss man sagen, nicht geändert. Jovetic kann aber direkt nochmal einen drauflegen, wenn er das jetzt hier clever macht. Jovetic, gut. Eine gute Reaktion. Aber das 2-0 resultiert hier nicht draus. Ja, Manny muss jetzt irgendwie anziehen, Freunde, ne? Und zwar sich warm und auch mal das Spiel. Die Kunst mit den Worten zu spielen, so. Ja. Schade, der Verteidiger im Weg. Ansonsten, Jovetic hat den Braten schon gerochen, ist schon zurückgegangen. Der wäre da, glaube ich, in die Kugel reingekommen. Aber gut, was da sitzt. Was? Einfach mal gönnen, Freunde. Fernandinho. Gucken wir mal. Auf Jovetic. Jovetic ist vorne, macht das gut. Zweite Chance. Aber Keeper ist da. Es war ein Stürmerfoul. Okay, habe ich mir gedacht. Da wurde im Fünfer behindert, ja. Sich an Noni hindert. Keeper da dran. Ja, doch, stimmt. Alles okay. Die Halbzeitführung steht. Da kann sich Man City jetzt mal einen Kopf machen. Quatsch, kann sich Manny jetzt mal einen Kopf machen, wie sie das in Halbzeit 2 noch drehen wollen. Denn, Touré für Garcia, okay. Denn Ambitionen sind stellenweise zu erkennen, aber im Großen und Ganzen ist das bis auf ein, zwei kleinere Aktionen, die aber keine wirklichen Chancen waren, nicht gefährlich. Und so gewinnt man dann auch keinen FA Cup. Darüber muss man sich im Klaren sein. Na, Jovetic war nicht im Flow drin. Nicht in der Bewegung, das war nichts. Jovetic! Also im FA Cup-Finale, dazu musst du auch echt Eier haben, um sowas zu machen. Jovetic! Fernandinho! Meine Güte! Da können wir den Sack dicht machen und sie machen es nicht. Das ist ja nicht euer Ernst. Jovetic, nächster Versuch. Noni war schon beim ersten Mal per Flanke erfolgreich. Kann ich jetzt wieder machen. Milner. Ja, Milner einfach nicht groß genug, um da vor allem dann in einem Duell, Zweikampfduell, Kopfballduell, da an die Kugel zu kommen. Wenn sein Gegner nicht gerade Philipp Lahm ist, wird das nichts. Jovetic wäre sowieso im Abseits gewesen, aber wer auch immer das da unten war. Also kein Problem. Das wäre Nasri gewesen, okay. Jetzt wollen sie zu viel, aber es steht 1-0, da darf man, muss man sowas auch mal riskieren dürfen. Da muss dann auch mal so ein Steilpass einfach wie ein Dolch ins Herz gerammt werden. Ins Herz von Man U natürlich, das ist zumindest der Plan. Wenn es andersrum passiert, ist es eben so. Auch nicht. Heavens. Es gibt langsam an die konditionellen Grenzen. Relativ intensives FA Cup-Finale. Und Robin van Persie. Der fliegende Holländer. Ich glaube, den Spitznamen wird er so schnell nicht los.
Aber muss ja auch nicht, ist ja ganz nett. Hat ja keiner was dagegen. Wirklich Schloni, aber dann sieht man schon hier zwei Man City-Spieler gegen 8 von Man U. Und da kommt Jovetic. Und dann kann man auch mal Freistoß pfeifen. Dankeschön. Der Jovetic wird die ganze Zeit gehalten. Also das ist nicht mehr regelkonform da. Für mich völlig zu Recht. Der Freistoß für 4 Tipp und Schloni. Gut! Ich fass es nicht. Nach einem Freistoß macht wieder. Gut, die Mauer springt nicht, aber scheiß drauf. Denn das ist das 2 zu 0. 2 zu 0. Schalalalala. 2 zu 2 zu 2 zu 2 zu 0. 2 zu 0. Schalala und Touré. Da will er noch einen draufsetzen. Touré, jawohl. Und das ist es. Man City ist der Weltcup-Sieger. Es war eine Frage der Zeit. Man U konnte sich davon nicht befreien, konnte keine wirklichen Akzente nach vorne setzen. Und jetzt feiern die Fans von Man City das 3-0, aber vielleicht auch noch mehr. Das könnte ein Foul gewesen sein. Jawohl, da wird ganz typisch für ein Foulspiel agiert von Man City-Spieler und Smalling. Aber vielleicht geht da noch was. Robin von Persie. Ja, wer steht? Nuni. Und Nasri. Ja, der zieht durch. Hätte mich nicht gewundert, wenn er bis zum Fünfer gekommen wäre damit. Ja, das ist dann auch eine Kopfsache. Wenn du 0-3 hin bist, dann wären die Beine deutlich schwerer, als wenn du 3-0 vorne bist im FA-Cup-Finale. Also. Das würde mich nicht verwundern. Sagen wir mal so, Loni, gut. Loni, das wäre es gewesen. Das wäre verändert die Riesenblamage. Vermeil, das war auch niederländisch. Sehe ich doch. Und Keen, aber nicht Robbie. Kommt nicht mit Jovetic. Das war nichts, jetzt aufpassen. Nani. Was das ist, rennt er hinterher. Fernandinho auch. Machen das gut. Manu wird heute nichts mehr gelingen, wenn sie so weitermachen. Das, ja, das ist ja alles irgendwie ganz nett, aber auch nicht wirklich so. Nasri, einen Schritt zu viel gegangen, schade. Lange Bälle nach vorne, das muss jetzt das Rezept von Menu sein, anders geht das nicht. Stoppfehler durch eine gute Grätsche, aber auch bedingt. Nuni abseits. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht! Scheiß auf FIFA 8 oder 10, jetzt gibt es die Klatsche des Lebens. Das sollte sich nur halbwegs ran. Ist egal, 4-0, was ist das denn? Wobei das jetzt nicht mehr wirklich repräsentativ ist. Man U ist einfach eingebrochen. Man City ist jetzt auf Wolke 7, das kannst du nicht mehr ernsthaft betrachten, das Ergebnis jetzt als in den Kräftevergleich. Wenn es andersrum gelaufen wäre, hätte Man U nach 70 Minuten 2-0 geschossen, dann wäre Man City genauso eingebrochen. Würde ich zumindest so schätzen, also ich glaube schon, dass es so gewesen wäre. Ja, schade. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, nicht überraschend. Und Man U fiebert den Schlusspfiff entgegen. Rate ich jetzt mal so, ich bin mir ja nicht sicher. Irgendwie habe ich da so ein Gefühl. Das ist auch 5-0, also 5-0 wäre viel zu viel jetzt. Aber wenn es fällt, dann kann ich auch nichts gegen machen. Nuni, aber der kommt jetzt auch an seine konditionellen Grenzen. Sieht Fernandinho, der aber auch schon halb tot ist. Naja. Jovetic hat das nochmal versucht. Interessant, dass nicht ausgewechselt wird. Ein gutes Finale ist wichtig. Es steht 4-0, weil wen willst du auswechseln? Weil die Wechsel ja scheinbar nur nach Bewertung gehen, aber nicht nach Konditionen. Wie es eigentlich sollte. Aber naja, mir soll es recht sein. Wenn ihr soll es recht sein, allen soll es recht sein. Und nach diesem Angriff wird das Spiel wahrscheinlich abgepfiffen.
Wenn es diesen Angriff überhaupt noch gibt, das ist ja mal die andere Frage. Ja. FA Cup. Mit einer ordentlichen Klatsche beendet. Ja, aber dieses Ergebnis darf man, wie gesagt, nicht falsch interpretieren. 70 Minuten lang war das ein gutes Spiel. Man U hat versucht dagegen zu halten, zumindest defensiv. Relativ früh das 1-0 kassiert und dann... Es wird immer schwerer. Nach dem Freistoß war halt dann vorbei. Dann bricht man auch als Top-Mannschaft sehr gerne mal ein. Passiert also. Ich würde dieses 4-0 nicht als 4-0 werten, sondern einfach nur in Anführungsstrichen als Sieg des FA Cups. Sweet Victory. Verrutscht. Verrutscht! Jawohl! Das ist 100%, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Jovetic. Riesenpass, Jovetic! Was eine Technik! Gut gepasst, Sinclair! Wahnsinn! Alles galt, was nicht geht! Und kaum sage ich's! Und es ist da! 2-0. Eine realistische Chance kreiert Domi, abseits? Fragezeichen! Nein! Joni wird angespielt und es steht 2-0! Joni! 3-0! Verkauft Joni! Danke! Da war Joni! Danger, Last Man, 1-0. Und er trifft den Ball nicht richtig von wegen. Ah, es gibt Rückspiele. Ah, das ist so beschissen. Garcia, das Lula. Ja! Das ist lächerlich, das ist Schwachsinn. Und das unterstützt auch nicht. Und Garcia, Garcia, das gibt's doch nicht. Gut. Dann macht er sicher. Ja, so kann man auch einen Weg schicken. Nasti reißt sich ja um die Latte zu machen. Aber ordentlich damit. Silber! Und das ist es! Nächste Runde! Aber nein, ich bin ja nicht der Trainer. Ja! Das ist schon mit dir! Loni weit hilft, Mann! Schön rein! Jo, mit dir! Gut! Ja, dann haben wir sehen, da werden wir aufsetzen. Touré, jawohl, das ist es. Oder auch nicht. Oder auch ja, 9,8, mehr als verdient, finde ich persönlich. Man weiß es nicht. Da weißt du, gegen Arsenal war es noch so knapp und gegen Everton Elfmeter schießen. Und dann Man U, ja. Das hätte in jeder anderen Runde mit jedem anderen Gegner, auch mit Man City selbst natürlich, auch so passieren können. Ein Stück weit Glück und gutes Spiel, dass es ebenso passiert ist, wie es passiert ist. Ja, es stehen noch 3 Spiele an für die Saison. Und dann mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Aber für den Moment haben wir erstmal Everton. Das vorletzte Saisonspiel müsste das sein. Ich hoffe, ihr habt den Endrückblick genossen. Und wir sind das nächste Mal wieder da in der Barclays Premier League. Zum Abschließen der Formsache in Sachen Meisterschaft.